Es gibt den Unterschied zwischen einer rein basischen Ernährung und einer basenüberschüssigen Ernährung. Eine rein basische Ernährung kannst du zum Beispiel für eine Zeit lang machen, wenn du krank bist, wenn du eine Diagnose hast oder wenn du wie eine Art Fastenkur das mal für einen Zeitraum machen möchtest. Ansonsten gibt es aber auch essentielle Fettsäuren zum Beispiel, Milchsäure und sowas wie Zitronensäure. Das sind essentielle Säuren für unseren Körper, die wir natürlich brauchen. Ja, insofern ist es auch nicht sinnvoll auf Dauer nur basisch, rein basisch zu essen. Alle Aminosäuren zum Beispiel, hörst du schon, Eiweiße bestehen aus Aminosäuren, sind Säuren für unseren Körper, aber man unterscheidet zwischen guten und schlechten Säurebildnern. Die guten Säurebildner sind die, die eben essentiell für unseren Körper sind, die wir brauchen, ja, die wir wirklich zu uns nehmen müssen. Ohne Eiweiß hast du keine Muskeln, ohne Eiweiß kann dein Gehirn nicht funktionieren, ohne Eiweiß, ich glaube auch keine Haare. Also Eiweiß ist für uns wichtig und da Eiweiß aus Aminosäuren besteht, ist es wichtig, dass wir diese Säuren zu uns nehmen. Also der Unterschied, eine rein basische Ernährung kannst du als Kur machen. Eine basenüberschüssige Ernährung ist als Lifestyle dauerhaft anzuraten. Deswegen lernst du hier, was die guten und was die schlechten Säurebildner sind. Ja, es gibt schlechte Säurebildner. Ja, die sollten wir vom Prinzip her ganz weglassen. Ja, das ist Kaffee, das ist Zucker, das ist Alkohol, das ist Backkakao. Es gibt viele verschiedene Dinge, die säuernd wirken auf unseren Körper und dem Körper auf der anderen Seite nichts Gutes mit sich bringen. Das sind die schlechten Säurebildner, die am besten meiden oder wenigstens stark einschränken oder, was ich auch sehr gerne mag, wenn ich aber ganz selten mal Lust habe, wirklich Lust habe, einen Espresso zu trinken, dann kompensiere ich das. Da gibt es nämlich auch ganz wunderbare Möglichkeiten für. Aber dazu mehr im Basenglück, ja, das würde jetzt hier zu weit führen. Erstmal nur so weit, der Unterschied zwischen einer basischen Ernährung und einer basenüberschüssigen Ernährung.